Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar ist es ein Tag im Dezember von Josie Silver. Es ist im Heine Verlag erschienen, hat 477 Seiten und kam November 2018 raus. Und ich muss sagen, oh mein Gott, das ist eine richtig zuckersüße, schnulzige Liebesgeschichte, die perfekt in den Dezember passt. Erstmal zu der Geschichte an sich. Und zwar geht es hier um Jack und Laurie. Laurie und Jack begegnen sich eines Tages an einer Bushaltestelle. Also Laurie sitzt im Bus und Jack steht außerhalb des Busses und die Blicke treffen sich und ja. Laurie ist dann, Jack steigt nicht in den Bus ein und Laurie ist sich felsenfest sicher, diesen Mann, den sie dann auf den Busboy tauft, zu finden mit ihrer besten Freundin Sarah, die auch gleichzeitig ihre Mitbewohnerin ist. Und ja, so machen sie sich halt in die Clubs jedes Wochenende oder halt in Bars und gucken halt, halten halt Ausschau nach diesem Busboy. Weil Laurie hat ja auch Sarah ihn so ein bisschen umschrieben, wie er so aussieht und dann, genau ein Jahr später, begegnet Laurie diesen Busboy wieder. Aber Sarah stellt ihn als ihren neuen Freund vor. Und ja, dann ist natürlich Laurie ein bisschen, ja, sie hält sich zurück und sie muss halt die Gefühle langsam abstellen, sozusagen, weil sie ja immer noch die ganze Zeit an ihn denken musste in den ganzen Jahren. Sie hat sehr nie die Hoffnung aufgegeben, ihn einmal zu begegnen. Aber jetzt weiß sie wenigstens, wie er heißt und begegnet ihn dadurch natürlich auch öfters. Zwischen Laurie und Jack entsteht natürlich eine Freundschaft. Und ja, und das ist halt eine besondere Freundschaft, weil sie helfen sich gegenseitig und also sie sind wirklich füreinander da, auch über die Jahre. Es geht wirklich, das Buch geht über Jahre. Und es ist auch aus verschiedenen Perspektivwechseln immer geschrieben, immer mal aus Lauries Sicht, mal aus Jacks Sicht. Und sie begleiten sich wirklich über Jahre und sie machen, ja, sie durchleben einiges. Also der eine, der macht, erlebt was Fantastisches, der andere in dem Moment aber was Negatives. Und so hilft halt der eine, den anderen wieder positiv aufzubauen. Und sie sind halt wirklich ständig im Kontakt, egal wo sie gerade sind oder was sie gerade erleben oder machen. Also sie sind ständig im Kontakt, tauschen ihre Wünsche und Träume aus und ja, und auch Geheimnisse und alles. Also sie teilen auch, sie sprechen über die Vergangenheit, ja, sie reden darüber und was halt passiert ist, beziehungsweise bei Laurie ist es so, sie hat noch nie mit einem Menschen darüber gesprochen, aber bei Jack redet sie darüber. Nicht mehr ihre beste Freundin Sarah weiß über bestimmte Sachen Bescheid. Und das macht halt diese Freundschaft so besonders. Ich finde es auch mega toll gemacht mit diesem Buchaufbau, weil es fängt 2008 an. Und dann ist natürlich erstmal so ja, der Einstieg, so der 21. Dezember, dann kommt 2009 und dann kommen erstmal Neujahrsvorsätze. Und so kann man ab 2009 sagen, so geht es jedes Jahr, also jedes Mal, wenn das Jahr sozusagen beginnt. Es ist jetzt nicht das komplette Jahr begleitet, sondern nur so ein paar verschiedene Monate, wo halt was passiert. Dann halt 2012 und dann kommen halt die Neujahrsvorsätze, was sich halt Laurie so vorgenommen hat für dieses Jahr. Und am Ende ist halt 2017 plus Neujahrsvorsätze, oder? Ich glaube, es war von 2008 bis 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich dächte, dass das jetzt über diesen Zeitraum. Ja, doch. Doch, es geht nur bis 2017. Ja, genau. Also von 2008 bis 2017 begleiten wir sozusagen Laurie und Jack durch verschiedene Erlebnisse, Alltagssituationen oder neuen Begegnungen, je nachdem, was sie halt durchmachen. Auf jeden Fall ist es eine richtig, richtig zuckersüße Liebesgeschichte und passt perfekt in den Dezember rein, nicht nur allein vom Titel, sondern weil es größtenteils halt auch immer im Dezember spielt, also
Klar, es kommt jetzt auch mal der Februar oder so drinne vor oder halt auch mal der Oktober oder so. Aber nicht in jedem Abschnitt. Also es ist unterschiedlich. Wir mal 2009 zum Beispiel erleben wir nur ein paar bestimmte Monate und dann ist das Jahr schon wieder sozusagen um. Aber das sind auch immer so eine Zusammenfassung. Wenn halt was passiert wird, wird es also in dem Monat, wenn wir jetzt zum Beispiel Februar, da passiert irgendwas. Oder nehmen wir jetzt Oktober, Halloween Party oder Thanksgiving oder so. Und dann erzählt halt Laurie oder Jack, was sie halt gerade alles in dem Monat erlebt haben. Und halt auch einen Rückblick, was halt die Monate davor alles passiert ist in Kurzversion. Fand ich richtig, richtig toll. Und ich fand es auch immer lustig, meistens mit diesen Neujahrsvorsätzen, was die Laurie sich da immer vorgenommen hat. Und dann kann man natürlich dann nach dem Abschnitt sozusagen, das ist ja ein Leseabschnitt, kann man dann gucken, ob sie es natürlich eingehalten hat, beziehungsweise kann man dann beim nächsten Jahr gucken, was wieder, ob sie es geschafft hat oder ob sie sich wieder auf die Neujahrsliste setzt. Und ja, das ist halt richtig lustig, kitschig, traurig, romantisch und das hat halt alles und mir hat es sehr, sehr gut gefallen und auch das Ende, das war mega. Und ja, war riesig, riesig froh, es im Dezember gelesen zu haben. Ich finde auch die Buchaufmachung finde ich richtig, richtig toll mit dieser Klappbroschüre. Und das Ganze spielt natürlich in England, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Und ja, und auch drinnen ist so richtig schön gemacht. Also richtig, richtig toll. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier sehen wir die Autorin, Josie Silver, nochmal. Und ja, richtig toll. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und ja, kann man nur von träumen, kann ich euch nur empfehlen. Guckt auf jeden Fall mal in die Infobox nochmal rein. Da könnt ihr nochmal den kompletten Klappentext von dem Buch euch anschauen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.